Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aller Fraktionen, Gangs und Gruppierungen des postapokalyptischen Ödlands der Fallout-Welt. Heute nehmen wir mal die Khans genauer unter die Lupe. Im Jahr 2141 haben vier Gruppen die Vault 15 verlassen. Eine dieser Gruppen wurde später als die Khans bekannt. Angeführt von The Death Hand überfiel die gewalttätige Raiderbande kleinere Karawanen und Dörfer in der Nähe. Unter anderem auch Shady Sands, ein kleines Örtchen, das wiederum aus einer anderen Gruppe von ehemaligen Vault 15 Bewohnern gegründet wurde. Aber auch die Stadt Chunktown hat sehr unter den Khans gelitten. Im Jahr 2161 tötete Garl Deathhand, der Sohn von The Deathhand, seinen Vater und wurde somit zum neuen Boss der Khans. Dieser hat die Gruppe zu etwas radikaleren Manövern angestachelt und so haben sie eines Tages Tandy, die später einmal selbst die Präsidentin der NKR werden würde, aus der Stadt Shady Sands entführt, statt die Bewohner der Stadt einfach nur zu erpressen, wie sie es vorher gemacht haben. Diese Aktion hat allerdings die Aufmerksamkeit des legendären Bunkerbewohners auf die Khans gezogen und das geht für die meisten Fraktionen nicht gut aus. Dieser zog los und befreite im Auftrag von Tandys Vater diese zusammen mit zwei anderen Sklaven der Khans und hat die Khans dabei beinahe vollständig ausgelöscht. Nur ein junger Mann namens Darian hat diesen Angriff überlebt. Dieser hat gegen Tandy und den Bunkerbewohner Rache geschworen und gründete die New Khans. Aber die heben wir uns für ein gesondertes Video auf. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, liken und abonnieren bitte nicht vergessen. Und wie immer sehen wir uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.